Wie schon ist die Rose in Morgentautropfen. Sie freut unsere Augen, sie berührt unsere Seelen, sie spricht mit unseren Herzen. Lauscht ihr. Ich bin Shirin Rachmanova, ich komme aus Aserbaidschan. Seit 2008 ich bin in Deutschland und 4 Jahre ich bin schon im Interkulturellen Garten. Interkultureller Garten ist ein Ort der Begegnung von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund und aus unterschiedlichen sozialen Milieus und verschiedenen Lebensstilen. Wir haben 18 Familien, 16 Kulturkreisen und 5 Religionen. Die ganze Gartengrundstück hat 4000 Quadratmeter. Und jede Parzelle hat ca. 40 Quadratmeter. Wir hatten viele Besuch in unserem Garten, Bürgermeister, Ausländerbehörde und viele, viele wichtige Leute von anderen Städten gekommen zu uns. Und das war der erste interkulturelle Garten in ganz Baden-Württemberg. Ich bin stolz, dass ich ein Gartenteilnehmer von diesem interkulturellen Garten bin. Ich heiße Viktoria Mogilewska, ich komme aus der Ukraine. Im Garten gibt es verschiedene Möglichkeiten, kreativ zu werden und Kreativität zu entfalten. Das kann man natürlich am Bett machen, irgendwas pflanzen, irgendwie anders und so weiter. Und auch noch, es gibt viele Veranstaltungen, die hier im Garten schon stattfinden. Und auch noch, wie gesagt, es gibt verschiedene Projekte, in denen man teilnehmen kann. Fotoprojekte oder Musikprojekte oder Märchenprojekte auch. Ja. Und das alles ermöglicht auch Garten. In der Natur entfaltet sich Kreativität am besten. Man hat offenen Raum. Man sieht ja Himmel und Bäume und alles Mögliche. Man sieht alle Wunder, die Natur gemacht hat. Fotos in einem Gesundheitsprojekt, weil für uns eigentlich nicht nur physische Gesundheit wichtig ist, sondern auch psychische und seelische Gesundheit. Und die Fotos, die helfen den Menschen, durch Kreativität Stress abzusenken eigentlich. Wenn man irgendwas Kreatives macht, dafür vergisst man alles, was schlecht ist und bekommt man wieder das Gefühl, dass man irgendwas Interessantes kann. Aus diesen kleinen Fotos haben wir sogar einen Kalender hergestellt. Und das ist ein Symbol für interkulturellen Garten. Alle Menschen sind anders, aber das heißt nicht, dass sie schlecht sind. Ich bin Rim Kiyakos, ich komme aus dem Irak. Heute wir haben ein Gesundheitsprojekt gemacht. Herzverbindung mit Gesundheit. Jede Frau hat gemacht ein Herz, egal mit was, mit Stein oder mit Bluten. Foto wir haben auch schon gemacht. Und dann wir haben vielleicht später diese Foto mit Herz, wir können machen Postkarte.
schöne Blumen oder schöne Garten. Seele gut und Herz geht weit. Wegen das wir haben Verbindung Herz mit Gesundheit zusammen. Ich habe einmal ein Foto gemacht, die Schnecke. Und die, meine Foto, sie hat erster Preis gewonnen. Das bedeutet für mich, gelassen durch das steinige Gehen. Später meine Foto war in Zeitung. Das ist auch sehr schön. Und viele Leute, sie sagen, wer ist diese Frau, woher kommt. Und dann viele Leute, sie kennen mich wegen dieser Foto. Das ist schön für mich. Ich heiße Idris Mahmoud. Ganz von Anfang an war ich dabei. Ich hatte den Platz als Wiese auch gesehen. Jetzt ist ein toller Garten. Früher, bevor ich dieses Garten hatte, ich fühlte mich schon immer wie ein Fremder. Keinen Platz zu gehen, wohin, mit wem zu reden. Seit ich den Garten habe, ich fühle mich, wie meine Füße sind auf den Boden gekommen. Einen Platz, wo ich jemanden einladen kann und sagen kann, ja, da bin ich zu Hause. Box und Klee wird ja nicht verkauft hier. Aber es gibt um unsere Garten. Und jetzt nicht nur ich, dass ich baue das. Es sind andere viele Mitglieder auch, dass das Box von Klee bauen. Und die nutzen es als Gemüse. Die wissen ja schon, was das alles gut vor ist. Das ist für mich, das ist gelungene Integration. Das ist Lied für die Leute. Sie haben Heimweh. Ashufak wen yem hajer. Gulli bei balad sair. قول لي باي بلد صاير اشوفك وين يا مهاجر فراقك مو سهل عندي ولا هي ازمه وتعدي تعالوا طيب الخاطر اشوفك وين يا مهاجر. Ich bin die Alsa, ich bin 11 Jahre alt und gehe in die 6. Klasse Realschule. Im Garten habe ich angefangen, Märchen zu erzählen. Hallo, herzlich willkommen zu unserem Märchenlagerfeuer. Es war einmal eine Muttermaus, die ganz alleine mit ihrer Tochter in einem Loch wohnte. Eines Tages musste sie für lange Zeit aus dem Haus. Und so ging sie raus und wollte erforschen, was die Katze für ein Tier ist. Und als das Schweinchen es nicht bemerkte, biss die Maus ihr ganz fest ins Ohr. So stark, dass das Schwein vor Schmerz anfing, laut zu grunzen. Da sah sie auf einmal einen riesigen Elefant. Das ist aber eine sonderbare Katze, die zwei Schwänze an beiden Seiten hat. Nachher koche ich auf dem Sarg Kutab. Das ist unser Nationalgericht. Es kann machen mit dem Fleisch, Hackfleisch, mit Kürbis und mit Kartoffeln. Heute mache ich mit Kartoffeln. Und dann war noch ein Foto, an dem man nur die Reste von den Rosen sah. Da war fast alles kaputt, nur einige Wurzeln waren noch nicht zerschlagen. Und dieses Foto hat in mir so ein revolutionäres Gedicht aufgeweckt.
Dieses Gedicht war eigentlich als Ermutigung für die Migrantinnen, die hier in fremden Land sind. Und es ist so, dass wenn man irgendwo anders ist als in seiner Heimat, heißt das nicht, dass man gleich stirbt. Man muss die Kräfte haben und man hat die Kräfte, das Leben weiterführen. Wenn du erschöpft bist, wenn deine Welt in die Hölle fliegt, wenn du keinen festen Boden unter den Füßen hast, wenn du denkst, dass dein Leben zerstört ist, sei mutig, denn das Leben ist ewig, der Tod ist kein Ende. Die Kräfte, die du in der Not hast, können dich zur neuen Lebensrunde bringen. Sei mutig, mach das.